Hallo, ich bin Holger Gehlhausen und kommen wir zum 12. Video meiner Serie Warum liebe ich Wortley Maps? Und ich habe hier mal eine Übung gemacht für in der Bankenwelt, um zu zeigen, dass man Wortley Maps nicht nur nutzen kann und unten den Technologie-Stack halt abzubilden, sondern man kann von den Kunden Anforderungen in der Bankenwelt über die Fähigkeiten auch sagen, naja, wir haben jetzt nicht den Technologie-Stack, sondern wir haben den Leadership-Stack. Und das Besondere ist jetzt, wenn man, ich sag mal, eine grobe Struktur einer High-Level-Übersicht macht, vielleicht von der Bank, und schaut dann mal in 5 Minuten nach dem Ergebnis. Das heißt, die Teilnehmer haben so Post-its bekommen, das kann man natürlich auch wunderbar jetzt digital machen, und in 5 Minuten, maximal 10 Minuten, haben die Teilnehmer ihre Eindrücke visualisiert, dargestellt, und jetzt konnte man bei allen Teilnehmern sehen, dass der Engpass hier auf einer Stelle ist. Ja. Ein Teilnehmer, der hat gesagt, das ist gut. Alle anderen haben gesagt, hier in den Leadership-Kompetenzen, das heißt im Umgang mit Komplexität, Innovation, in Entscheidungsräumen, in das ganze Container-Building, wo man sagen kann, die Leute dürfen selber entscheiden, die Problemlösungskompetenz, die dahinter ist. Und dort haben dann halt 15 Führungskräfte in sehr, sehr kurzer Zeit gesagt, da haben wir ein Problem. Das würde sonst wiederum bedeuten, viele andere Methoden, vielleicht Consulting dahinter. Und hier ist die Einsortierung in der Wortley Map gewesen, in den 4 Phasen, wo man sagt, so ganz links, das ist neuartig, dann haben wir entwickelt sich und dann haben wir gut oder ganz recht best. Und das zeigt ganz klar ein Bild innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Und das ist ein wunderbarer Einsatz von Wortley Maps in kurzer Zeit, Ergebnisse, Übersicht und auch Dialoge zu erzeugen, wobei man diskutieren kann, wie bringen wir das jetzt hier nach rechts, ne? Und was ermöglicht das jetzt hier wieder hier oben für neue Chancen? Und via Love Rocket Maps.